Hallo, Anum befindet sich hier im tödlichen Kampf mit einem Drow. Und der Drow hat noch keinen einzigen Schlag gelandet. Ja, so sind die fürchterlichen Drow. So inkompetent. Und Anum kann sich nicht mehr bewegen. Das ist ein Witz, oder? Was schleppst du auch den ganzen Müll mit dir rum? Okay, wir lassen das Zeugs liegen. Ja, ich bin überzeugt von der Weisheit dieser Strategie. Ein paar Sachen gibt es ja, die ich mitnehmen will. Diese Schleuder zum Beispiel müsste eine +3-Schleuder sein, mindestens. Und hier müssten noch überall... Oh, hallo, Betrachter! Ja, funktioniert halt alles nett. Aber das heißt, der Kampf dauert lange. Aber so eine Gruppe... Versuch mal, so eine Gruppe im fairen Kampf zu besiegen. Es geht. Es ist absolut möglich. Ich würde es nur nicht empfehlen. Ich kann ja mal kurz mit Braket vorbeilaufen an der Gruppe. Und mit ein paar von den Zaubern auf mich ziehen. Selbst wenn du dich schützt vor den Strahlen, die haben, dann bannen die durch ihren... Hier, wo haben wir es? Antimagischer Strahl. Das kann so ziemlich alles bannen, was es gibt. Das heißt, selbst wenn du dich schützt, den Schutz entfernen die Gegner, die Betrachter. Ich habe Braket mal unsichtbar gemacht. Ich hoffe, dass das funktioniert bei Betrachtern. Ich kann mal ein bisschen erkunden schon mal und abschätzen, wie lange so ungefähr dauert. Den kann er ja alleine. Wobei, es sind zwei. Komm, bring ihn um. Und mach weiter mit dem da. Während Braket jetzt versucht, hier zwei Betrachter alleine zu töten. Zwei kleine. Das ist fehlgeschlagen. Okay, hinterhältige Angriffe gehen nicht bei den Kerlen. Und das hat schon richtig Damage gemacht hier. Das waren schon 34 Schadenspunkte. Und ich habe keinerlei Unsichtbarkeitsringe mehr. Zum Glück habe ich noch die Tränke. Da können wir mal einen von nehmen. Und das Experiment für beendet erklären. Ja. Ihr könnt mich mal. Macht's gut. Oh. Na komm. Ich will mich doch noch mal zusätzlich verstecken hier. So ist gut. So, was haben wir hier? Okay, Anomen. Hat wieder einen umgebracht. Weiter geht's. Hier oben haben wir ein paar Schätze. Okay, und einen Weg nach unten. Der nirgendwo hingeht. Das ist im Prinzip eine totale Kopie, dieses Level. Von dem Betrachter-Dungeon im Kanalviertel. Also im Tempelviertel. In der Kanalisation unterm Tempelviertel. Ach du heilige Waldfee. Uiuiui. Das ist ja ein Witz, oder? Anum? Und hier sind nochmal... Oh. Noch ein älterer Betrachter. Tja, wahrer Blick wird dir nicht helfen. Nicht bei meiner Art Unsichtbarkeit. Ich habe den Umhang der Unauffindbarkeit an. Das heißt, wahrer Blick kann... Braket mal. Ja. Das ist... Oh, hier kämpfen Gedankenschinder gegen Betrachter. Also Gauts. Das ist natürlich ein Kampf, in dem man unbedingt sich einmischen muss, ja. Total... Oh nein! Da kann ich nur hoffen, dass meine Unsichtbarkeit... Oh oh. Ich verliere den ganzen Fortschritt des Kampfes. Wenn ich sichtbar werde. Nein! Teufel! Okay, okay. Keldorn. In Position. Rest der Gruppe in Position. Ich mach's doch immer wieder interessant, ja. Da denkst du, der Kampf kann eigentlich nicht mehr langweiliger werden und dann komme ich und mach's interessant. Ich werde mal versuchen, dann Magie entfernen reinzuwerfen. Ihr seid alle kaputt. Niemand hat Schaden gemacht. Irgendwem hier. Na doch, du bist ein bisschen verletzt. Ich werde es mal versuchen, da unten einen Magiebannen reinzuwerfen und dann schnell wegzurennen. Sofern das mal... Also ich hoffe, dass das meine Betäubung entfernt. Vielleicht entfernt es auch meine Unsichtbarkeit, dann bin ich natürlich im Arsch.
Das hat er nicht funktioniert. Na dann, wollen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall den Djinn und ich brauche die Spinne. Ja, man kann nie genug Kanonenfutter haben. Dann geht mal Braket retten da unten. Der ist sichtbar geworden gerade. Uiuiui. Das wird nicht okay. Das wird nicht lustig. Die Gauts sind unverletzt. Der ist versteinert. Das finde ich sehr gut. Das heißt, ich muss tatsächlich versuchen, die Gauts zu töten. Komm, probier's damit. Ja, warum nicht? Haha! Wunderbar. Komm rein da. Auf die Gauts. Kiddix. Gute Katze, auf die Gauts. Katze, ja. Wenn das eine Katze ist, dann bin ich ein Goldfisch. Okay, den habe ich weggestoßen. Ist schon mal nicht schlecht. Anomen! Scheiße. Anomen hat's auch erwischt. Gut. Masi, du bist meine letzte Hoffnung, sozusagen. Ich habe auch keine Lust, die Gedankenschinder umzubringen. Weil wenn ich die Gedankenschinder umbringe, wer hält dann die Gauts in Schacht? Oder in Schach. In Schach, sollte man sagen, ja. Es ist ja nicht in Schacht. Es ist ja kein Schacht hier. Es ist eine Dungeon. Dungeon, aber kein Schacht. Also machen wir das über Fernkampf jetzt. Kompromissloser Fernkampf. Das heißt, du kommst auch mal da runter, ja. Im Namen meines Vaters. Ja, ja. Was auch immer dich glücklich macht, Nalia. Hauptsache, die Gauts sind alle tot irgendwann, wenn es fertig ist. So, wie sieht's aus? Da ist noch einer. Und dann können wir zu den Gartenschildern übergehen, ja. Und dann haben wir nur noch den da. Kommt. Kommt, bevor er Braket umbringt. Ich wette mit euch, Braket hat nur noch einen Intelligenzpunkt. Ich wette es. Heilige. Du bist nicht feindlich, oder? Nein. Das wär's noch. Gucken wir nochmal, ob ich das bannen kann. Nee, keine Chance. Ich habe nur vom Ifrit das Feuerschild gebannt. Mehr habe ich nicht erreicht. Sind das wirklich alle meine Leute hier unten? Ja, scheint so. Drei, die ich anvisieren kann und drei, die doof rumstehen. Da bleibt eigentlich nur noch warten. Denn eine andere Möglichkeit sehe ich da gerade nicht. Als das auszusitzen. Wir können speichern. Auf jeden Fall. Das war's doch wert. Heieiei, hallo Anomen, dann wollen wir nochmal schauen. Ob hier unten noch irgendwas ist, was schnell sterben muss. Oh, der Ifrit ist wieder voll dabei. Nein, hier unten ist niemand? Dann haben wir ja nur noch diese fürchterlich großen Gruppen, die hier überall verteilt rumstanden. Ja, so ist das mit dem Spiegelschild. Ich glaube, ich könnte noch die Schriftrollen, die mich vor aller Magie schützen, benutzen. Das müsste auch gehen. In der Theorie. Ich weiß gar nicht, ob ich Buff-Zauber benutzen soll mit Anomen. Ach du Scheiße. Jetzt kommen sie ja von überall hier, die Leute. Also die Betrachter. Ich könnte mich mal kurz buffen. Was haben wir denn noch so? Mal schauen, ob er das auch behält. Ja, anscheinend schützt der Schild oder das Schild oder wie auch immer das heißt, schützt davor. Das heißt, ich kann mich ruhig ein bisschen mehr buffen noch. Ich habe ja hier noch gerechte Magie. Ja, das müsste noch ein bisschen schneller gehen jetzt. Gerechte Magie ist insofern ein guter Zauber, weil er macht auch Stärkebonus. Der mit dem Stärkebonus von hier, wie auch immer das andere heißt, stackt. Plus noch obendrauf. Man macht immer maximalen Schaden mit einer Waffe. Also je nach, da wird gewürfelt.
Er wird nicht mehr gewürfelt, nicht mehr 1 bis 8. Der macht immer maximalen Schaden mit jedem Treffer. Was in dem Fall 26 ist anscheinend. Nach allen Modifikatoren. Was ordentlich ist. 26 ist super. Ja gut, so super nun auch wieder nett. Aber hey. Könnte um einiges niedriger sein. So, den älteren Betrachter, den es noch im Süden gibt, da muss ich mal gucken, ob ich den überhaupt, ob ich den angehen will mit Anomen. Oder ob ich da alle für brauche. Denn die Kerle können unter Umständen auch Einkerkerung zaubern. Und wenn der nicht schnell genug stirbt, dann ist Anomen eingekerkert. Und mit ihm mein super Schild hier. Oh, das eine ist schon abgelaufen. Schade, und ich habe es nicht nochmal memorisiert. Die Gerechtigkeit soll siegen. Ja, ja. Bringen sie alle um, Anomen. Jetzt macht Anomen immerhin noch 23 Schadenspunkte. Das heißt, drei kamen von dem anderen Zaume. Komm, töte ihn. Und den da. Ich bring mal meinen Rest in Position. Um Anomen schnell retten zu kommen. Oder retten zu können. Hey. Okay, da unten ist der Älteste. Oder der Ältere. Der hat sich gerade durch Zauberfalle geschützt. Meine Fresse, der spielt nicht. Dann machen wir doch erst den anderen da oben, ja. Wir haben ja noch Optionen. Wir haben Optionen. Oh, oh. Ja, das nehmen wir mit. Ich habe erst gedacht, wir lassen es liegen und holen es später. Aber nein, den Zauber nehmen wir mit. Muss man da. Kommt doch mit mir. Wir machen alle auf einmal hier oben. Ja, ohne das Schild ganz, ganz schwer. Ohne den Schild ganz, ganz schwer. Das mit der und das Schild ist auch immer so eine Sache. Immer wenn ich es nachlese, welches was ist, dann weiß ich es für eine Sekunde und dann habe ich es wieder vergessen. Also, ein wiederkehrendes Problem. Na komm, nicht wegrennen. Du hast noch zwei Freunde hier bei dir, die dir helfen können. Guck, die retten dich gleich. Eieiei. Ja, jetzt ist Anomen sehr gemütlich. Was haben wir denn hier noch? Ich kann noch ein Feuerschild machen, aber wofür? Ich bräuchte noch einen Buff-Zauber oder so. Oder hier, ja, komm. Stärketrank. Warum nicht? Den lasse ich wegrennen. Rennt sowieso nicht weit. In der Regel. Ja, da kommt er doch schon wieder. Hat sich kurz anders überlegt. Und der rennt jetzt weg. Aber auch nur ganz, ganz kurz. Mit dem Schild ist es im Prinzip geschenkte Erfahrung hier. So, mach dich mal unsichtbar. Und dann schauen wir mal, während Anomen das da macht, hier unten nach dem Betrachter. Töte ihn! Der hat Braket wehgetan vorhin. Ja, sehr gut. Blitzstrahl macht er jetzt. Oh, 9000 Gold. Haben will, haben will, haben will. Und hier haben wir tatsächlich Schutz vor Versteinerung. Hey, Immon hätte diesen Zauber mal benutzen sollen, ja. Böse Immon. Oder unvorsichtige Immon. So. Jetzt müssten ja alle tot sein, außer unser guter Chefbetrachter da unten. Der Älteste. Was haben wir hier noch? Das Horn? Ja, keine Lust auf das Horn. Was ist das da? Stiefel der beschleunigten Abreise. Cooles Icon. Ich benutze diese Gegenstände auch zu wenig, um ehrlich zu sein. So, was können wir denn mal machen? Wir können mal projiziertes Ebenbild machen. Das wollte ich sowieso nochmal probieren, seit Ewigkeiten. Und ein Zauberauge dahin zaubern. Schauen, ob der Betrachter das angreift. Nee. Okay. Hey!
Ja, das liegt an dem Zauber. Höchstwahrscheinlich. So, was ist jetzt, wenn ich da reinrenne? Ist wahrscheinlich eine doofe Idee, oder? Machen wir es doch trotzdem! Wow, okay. Feuerball. Ja, der spielt nett, der Kerl. Ah, aber ich habe einen Krieg angezettelt. Einen klitzekleinen Betrachter gegen ältester Betrachterkrieg. Wunderschön. Hättest du mal auf deinen Feuerball aufgepasst. Junge. Dann versuchen wir jetzt, das zu unserem Vorteil zu nutzen und den umzubringen. Oh nein, jetzt dreht er sich um. Nicht fair. Fleisch zu Stein im Mohn. Was ist nur verkehrt mit euch? Was habt ihr alle gegen die im Mohn? Renn weg im Mohn. Oh oh. Oh oh, ist ein Understatement, ja. Oh oh, sollte eher heißen, verdammte Scheiße, was ist hier passiert? Warum wird Brackett immer übernommen? Brackett ist auch ein ganz schlechter Kandidat zum übernommen werden. Der hat Stärke 25. Mit dem will man nicht spielen. Eure Stunde wird noch kommen. Mit dem will man absolut nichts zu tun haben. Mal schauen. Der ist zwar von Zauberfalle geschützt, aber... Oh, cool. Ja, so geht einem das. Wenn man keine Heiltränke mehr hat. Nein. Nimm ihn. Komm, nimm den Heiltrank. Dösbattel. Interessant, dass Brackett Anom nicht schlagen kann. Funktioniert nicht. Na komm. Wah, nein. Nein. Scheiße. Nächstes Mal. Okay. Das war das. Das war das. Nein, hört auf, hört auf, hört auf. Ich bin schwer verwundet. Ich muss geheilt werden, wenn ich noch weitermache. Ich weiß wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, echt? Ich nett. Ich habe keine Ahnung, warum dir das Reisen mit mir Spaß macht. Ich bring dich gerade um. Aber nicht schlimm, nee, nee. Ist alles nicht schlimm. Das wird schon. Ich lock Brackett ein Stück weg und mache mich dann unsichtbar. Wo Brackett nichts gegen machen kann. Nee, was soll er machen? Oh, jetzt ist er auch wieder auf meiner Seite. Na toll, das hat sich ja gelohnt. So, was ist unsere Bilanz? Unsere Bilanz ist Mazzi tot, Anom eingekerkert, im Mond versteinert, Enalia versteinert. Schlimm. Schlimm, schlimm. Was? Fehlgeschlagen? Gelungen. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren. Mit dem Kerl geht's immer noch gut. Drecksack. Ja, okay. Okay. Das sieht jetzt erstmal so aus, als wäre alles verloren. Will ich ja gar nicht bestreiten. Warum hast du den Trank nicht genommen? Bist du noch unsichtbar? Ist immer so schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Ich muss darauf aufpassen, wenn ich hier einen Feuerball oder sowas benutze, dann explodiert Nalia und ist für immer tot. Also das ist keine Option. Ich muss es laden. Sehen wir es doch, wie es ist. Ich muss es laden. Bis zum nächsten Mal.